Der Leonberger Marktplatz erleuchtet, die festliche Stimmung musikalisch umrahmt. Tradition, deren Ursprung bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Die Altjahrabendfeiern für den Schultes, eine gute Gelegenheit, Bilanz zu ziehen und einen Ausblick auf kommende Entwicklungen zu geben. Der Westanschluss ist fertiggestellt, seine Kritiker sind verstummt. Jetzt zeigt sich, dass Beharrlichkeit, Stehvermögen und klares konzeptionelles Denken zum gemeinsamen Erfolg führen. Imagegewinn, Verbesserung für die Radfahrer und erhebliche Verbesserung der Stadteingangssituation, das werden wir Anfang nächsten Jahres auch in der Stuttgarter Straße endgültig erleben. Auch hier wurde ein jahrzehntelang verfolgtes Projekt erreicht, erreicht auch deshalb, weil durch die vorangegangene Konsolidierung im Zeitpunkt, als die Zuschüsse des Landes erreichbar waren, auch die Stadt ihren Beitrag leisten konnte. Vor allem aber, so betont der Stadtoberhaupt auf Leonberger Marktplatz und Eltinger Kirchplatz, im Mittelpunkt steht immer der Mensch. Aber wesentlich wichtiger als die geschaffenen Gebäude und Straßen, als die Wege und auch als die vielfältige Natur ist der größte Reichtum unserer Stadt, die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger und dabei vor allem diejenigen, die sich in besonderer Weise für andere einsetzen. Uneigennützig und dem Allgemeinwohl verpflichtet. Eine Ehrentafel am alten Rathaus auf dem Kirchplatz erinnert jetzt an die Ehrenbürger Eltingens. Das Miteinander und die Gemeinsamkeit, ein wertvoller Schatz, dessen Bedeutung durch die Altjahrabendfeiern in Leonberg und Eltingen unterstrichen wird.